Ich überlebe auch gerade alles. Ohoho, das war der krasseste Teil an der Welt, Digga. Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video hier auf Scorpion Plays. Und zwar zocke ich heute mit Anton, aka Visca Barca, Black Ops 4. Wir haben das Ganze gerade aufgenommen und es ist wirklich richtig geil, oldschool-mäßig geworden. Mit Ausrasten, mit allem drum und dran. Viel Spaß damit, Freunde. Bevor das Video losgeht, wollte ich auch eine ganz kurze Sache sagen. Und zwar hat Level Up Geburtstag und wir feiern das gemeinsam. Mit dem Code Scorpion2 könnt ihr da ordentlich Geld sparen. Und zwar folgendermaßen. Ihr bestellt 2 Dosen und bekommt gratis eine dritte Dose mit dazu, Freunde. Das heißt, ihr könnt einfach, ja, eine ganze Dose sparen, wenn ihr 2 in den Warenkorb tut und dann am Ende Code SCORPION2 eingebt. Level Up, ich zeige euch mal ganz kurz, wie man sich das Ganze zubereitet. Und zwar nehme ich jetzt einfach mal hier diesen Level Up Shaker, das ist der von der Sommer Edition. Dann mache ich mir hier ein Löffelchen rein. Man kann sich das aussuchen, wie stark man das dosieren will. Ich bin eher so der Typ für einen Löffel, das reicht mir eigentlich. Man kann natürlich auch 2 Löffel machen, wenn man da Bock drauf hat zum Beispiel. So, jetzt nehme ich mir ein bisschen Wasser. Habe jetzt, wie gesagt, das Pulver hier drin. Jetzt nehme ich mir ein bisschen Wasser. Ich bevorzuge zum Beispiel mit relativ viel Wasser zu trinken. Da hat man auch direkt quasi dabei, dass man auch viel Wasser trinkt. Weil viel Wasser trinken ist gerade bei dem Wetter zurzeit extrem wichtig, Freunde. Ja, dann macht man das Ganze zu. Dann shake man das. Ja, und dann kann man es trinken, Freunde. Also, 3 für 2. Gönnt euch die Aktion mit Code SCORPION2. Und jetzt viel Spaß beim Video. Ey, sei ganz ehrlich, ey, wie geil war dieses Gefühl? Es war so geil, als man mit Call of Duty angefangen hat. Man hat sich so heftig über eine Predator gefreut, über einen Harrier und hat, das war so ein nice Feeling. Ja, aber ich bin da auch schon ausgeflippt, das weiß ich noch. Echt jetzt? Ja, ja. Ich gar nicht. Ich war eigentlich ganz ruhig. Bei mir kam erst bei MW3 diese Rage-Ding. Ja, Digga, bei mir war es immer schon irgendwie in mir drin. Aber ich bin ja auch als Kind der Minigolfer ausgerastet, also da muss schon irgendwas kann ja schon nicht ganz normal sein. So, ich habe jetzt, welche Waffe spielst du? Ich habe jetzt mal die Galil ausgepackt. Die hat mir vorhin ganz gut gefallen. Ich auch noch. Ich boxe jetzt erstmal hier oben einen, Nummer 1. Einer ist Zeit. Oha, der klettert zu uns ins Häuschen. Bis wie viele Punkte geht der Modus? 600. Wie viel? Nein, Bro, ich mache Spaß. Keine Ahnung, ich glaube 300 oder so, 400. Kann schon sein. Ach komm, er hat mich mit diesem scheiß Ding Auto geflasht. Oh mein Gott, Anton, ich hatte so eine kranke Szene. Ich habe 4-0, Digga, die haben mich so gejagt. Alter. Also Leute, ich muss ehrlich sagen, ich zocke jetzt hier gerade seit 1-2 Stündchen mit Anton. Und ich muss sagen, also ich habe gerade echt Spaß. So richtig lustig, dass es so der Mindestanspruch ist. Hinter uns. Oh, er liegt hier einfach. Null? Einer ist noch irgendwo bei uns im Spawn, ne? Hier ist Stolperfall. Oh nein. Boah, ich habe so einen. Nein. Oh, ich dachte schon, dass ich das. Nein, das gibt's nicht. Er holt mich nochmal. Du Schwein. Ja, mein Taktiker hat das ganze System auseinandergenommen. Digga, die spawnen hier die ganze Zeit so saftig, knaftig, Mann. Ja, ja. Die kommen jetzt wieder von hier. Ich kann mich hier hinlegen. Oben Küche. Boah, ich werde es so genießen, diesen Kill zu machen. Oh, ich müsste mir eigentlich was. Oh ja. Boah, ich boxe den. Oh. Hast du gesehen? Durch hier oben bei mir, oder was? Oh mein Gott, Anton, das ist so. Boah, Digga, das ist so geil, Mann. Ich glaube, man kann richtig viele Kills machen in der Runde. Waren die immer noch alle C, oder was? Ja, bis eben. Nein, schon. Digga, Mann, ich brauch Kugelweste, Digga. Muss auch gucken, wie viele Kills wir schaffen in einer Runde. Jetzt machen wir nur diese eine Runde. Ich glaube, ich nur 5 Kills bis jetzt noch, weil ich ja schon nicht, wie du abgehen kannst, so. Okay, jetzt haben wir C eingenommen, das war's komplett. Danke, Teammate. Wir verlieren es wieder. Kennst du es, man killt aber trotzdem den auf der Flagge, obwohl man will, dass die Gegner die Flagge kriegen. Ja, ja, klar. Man kann es einfach nicht lassen. Man überlegt kurz, verschont ihn und eine Sekunde später entscheiden sie. Ja, genau. So ist es genau jedes Mal, Alter. Weißt du, was das einzige Problem ist, was ich gerade ein bisschen mit der Galil habe? Ich habe gerade so einen Kampf hier, Digga. Oh, Ehre genommen, Alter. Das einzige Problem ist, der Nahkampf ist halt nicht so gut, ne? Weil die Feuerrate ist halt nicht ganz so perfekt. Ja, die ist natürlich. Ach Mann, Digga, warum sind alle mit Map die ganze Zeit? Ich komme gerade wieder nicht durch. Ich zeig's mal kurz mit der Saug. Ich nehme jetzt auch mal die Maddogs, komm. Mann, ey, einer ist bei uns im Spawn. Kommt es seitlich. Ey, Digga, erholt mich einfach. Pascal, oder wie er heißt, Junge. Oh, ich habe fast den absolut perfekten Turn gegeben. Er hat 10 HP gehabt. Er hat so richtig gebetet beim Schießen, Alter. Das hat man gemerkt. Bro, dieser Junge, Schiff, Junge, ich bin geblockt, Mann. Junge. Junge, was laberst du lang? Mann, Digga, was denn? Wovor? Ja. Digga, die kommen so safe von mir. Mann, Digga, er prefiert jedes Mal, hat er Orbi oder was? Fuck doch ab, Alter. Er hat Orbi reingepatcht. Nur er hat Orbi. Geisteskrankste Hack wäre das. Bro, ich hab Taunt. Ne, zum Glück hat der andere mich geholt. Oh Gott sei Dank, ey, sonst wär's Taunt. Ey, Sniper! Digga, der Anfang war so nice, jetzt gerade komplett, ciao. Bro,
Nein, du Schwein! Du Dreckschwein! Digga, du hast so aufgeholt. Am Anfang liefst du gut, Digga. Du hast einfach jetzt mehr Kills als ich. Traurig, aber wahr. Oh, oh Gott, ich bin auch gut. Na, heilige Jungfrau Maria Ave. Woran musst du eigentlich denken bei Ave Maria Marcel? An welche Map? Sag es bitte das Richtige. Wehe. Warte mal kurz. Das ist Original Ave Maria. Es gab mehrere. Das Problem ist, Anton, ich denke an dieses Video, wo wir den Loadscreen, also wo wir nur gewartet haben auf die Lobby. Also das Ave Maria, wo wir gemeint haben, das ist ein Trick, um bessere Lobbys zu finden, wenn du dich da noch dran erinnern kannst. Ja klar, meine ich ja. Aber ich habe das Ave Maria mit Dome im Hintergrund. Nicht Dome, Drone. Mit Drone? Ja, warum? Drone ist im Kopf. Weil wir da schon Splitscreen kassiert haben. Obwohl so. Die Lobby sogar. Aber das war ja, das hat ja nichts mit dem Ave Maria zu tun gehabt. Digga, das gibt's nicht, Mann! Da sind drei Leute und ich krieg keinen, weil der Hund mich holt! Mein Gott, Digga, ich hab so Halsschmerzen. Er liegt einfach nur drin, dieser Frechfratz. Dieser Drecksköter, Mann! Jetzt weiß ich, warum ich Black Ops 4 nicht spiele, Digga! 2 Minuten davor, das musst du eigentlich einblenden. Black Ops 4 macht richtig Spaß gerade. Ja, wenn dieses. Jetzt haben ja alle ihre Spezialisten bekommen. Ja, ich hab auch 26, 16, Alter. Wenn du mich jetzt holst, Digga. Mein Gott. Deswegen, ich spiele vom Aiming her wirklich fehlerfrei, Anton. Ich bin komplett im Modus. Ich glaube, ich war noch nie so gut. Aber es bringt nichts, weil die Laufwege einfach nicht passen. Hier, Leute, was soll ich da besser machen? Der Jumpshot, perfekt, Digga. Aber er pre-aimt halt. Er hat 10 Leben. Die ganze Zeit haben meine Gegner 10 Leben, Digga. Ich denke aber auch bei jedem Kill, dass es jetzt das letzte 1v1 ist für COD-Champs. Dann okay. Ist es auch besser. Du hast nur noch diesen einen Kill, den du machen musst. Also jedes Mal. Nur noch einen Kill. So, SND beim Stand von 3-3, meinst du? Ja, 5-5. Ja, ich meine 3-3 Map Count. Ach so. Ja, okay, ja. Und dann natürlich 5-5. Das ist schon das fünfte Best of 7, was ich spiele, ja. Also 2-2 vom Best of 7 her und dann im letzten Best of 7 steht 3-3 Map Count und dann 5-5 SND in 11. Runde. Ja. Ah! Mein Gott, Digga, das fuckt doch ab, mal mit den scheiß dreckigen Fallen. Das gibt's nicht! Die sind zu dritt und deswegen struggelt der Aim Assist! Wenn du mich jetzt holst, Digga. Jetzt ist einer hinter mir, nein. Da! Meine Fresse, diese Rauran-San, Alter. Session, Alter. Ich hab so Rückenschmerzen, mein Rücken ist so verspannt seit ein paar Tagen, Digga. Ich hoffe, ich sterbe dran. Richtig Verspannung, Digga. Bitte, Digga. Das fuckt doch ab, Mann. Ich hasse diese Karte aber auch, um ehrlich zu sein, ne? Ich hab so Kopfschmerzen. Oh, ich hab fast so einen scheiß geilen Feed gemacht. Sehr schnell, Digga. Meine Güte, Digga, die jagen mich alle, Digga. Digga, mein Hals tut so weh. So heiß gemeint, ne? Wo wird ich angeschossen? Ist es in München immer noch so warm? Ja, geht, aber meine Wohnung ist halt warm, ich weiß auch nicht. Camp jetzt hier mal schön. Weh, der sieht mich. Oh, er sieht mich. Ja, er hat. Ah, ich hab den Sensorpfeil noch zerstört. Wenigstens das. Ich komm so safe von hier. Ich muss echt schwitzen für einen Two-Piece nach oben. Mist. Eine Halter geht einfach bis 200. Ich kann nicht mehr. Mann, pack mich nicht ab, Digga. Musst du auch in jedem Gunfight um dein Leben schwitzen. Ja, und wenn ich mir kurz nicht mach, dann sterbe ich direkt. Das ist voll anstrengend. Ja, noch einer hingespawnt. Ich wäre so 100% gestorben. Ich seh's gerade. Digga, du hast 1 HP oder so. Ich stehe genau hinter dir. Oh, mein Genick hat gerade geknackst, Digga. Digga, mir tut auch alles weh. Ich kann nicht mehr. So, zeig mal her. Es war nicht so heftig. Digga, wir haben 41 und 40 Kills. Dann bin ich schon hinter dir gestorben. Jetzt bin ich gestorben. Zeige ich da in der Mitte seine. Ja, und dann hätte ich fast noch 2 geholt. Das wäre ganz nice gewesen. Der hätte ich den noch geholt, weißt du? Das wäre geil gewesen. Sichert die Ziele, Amana Prile. Ja, der holt direkt einen Köter rein, erste Sekunde der Runde, so muss es sein. Digga, die kommen jetzt safe alle von hier, Digga. Ich werde jetzt hier warten. Ich werde jetzt campen, ich werde jetzt wirklich campen. Das ist eine klasse Kugelweste, ey. Ist das lächerlich, Digga. Der Teammate ist wirklich gestorben, Digga. Wenn ich jetzt auch noch sterbe, ich kann nicht mehr. Ja, ich habe alle. Ja, der eine, der noch gefehlt hat, Raura und Sam. Nein, Digga, mein Seraph hatte ich doch, Mann. Oh. Digga, irgendwie die Saug schießt manchmal mit Dingens, Digga. Die schießt manchmal so Wasserpistolen, Digga. Das ist so lächerlich, ne? Dieser scheiß mit seinem Prestige-Null-Zeichen, Mann. Dieser Präfarbige. Er fuckt mich so ab, Mann. Ey, das gibt's doch nicht, dass der da pre-aimt, Mann. Nein, einfach keine Noobs, Mann, was halt. Nee. Ah, die Runde ist richtig geil, Mann. Ich feier die Runde. Alles klar.
Ich schwör, ich würde beim Darts gerne mal so ragen, Digga. So richtig rage nach jedem schlechten Wurf, Digga. Das Ding ist, wenn ich so eine. Manchmal nehme ich mir so vor, so richtig viel zu jubeln. Ich schwör, dann spiele ich auch besser, wenn ich mich so richtig pushe. Wenn ich so come on sage nach einer guten Aufnahme und so. Achso, sind natürlich alle andere Seite der Map, natürlich. Damit ich bloß. Ja, ich sehe keinen Gegner mit meinem eigenen Vision Puls. Es ist so lächerlich. Ja, einsehe ich. Ich laufe eh gleich wieder in den Stopp, bevor der rein. Ah, da ist sie sogar. Fast reingelaufen wäre ich jetzt hier lang. Ich kämpfe gegen eine Brandshotgun, einen Hund und noch einen anderen Typen. Ich war mit Stolperfallen beschäftigt. Digga, diese Brandshotgun, ist das krank, wie stark die ist, Alter. Die spawnen bei C. Digga, das ist wirklich keine Noobs. Ich mein's ernst. Wie, sind ja auch keine Noobs, Digga. Wie die sofort checken, wenn man irgendwo wartet und so. Das ist ja krank. Die sind alle da hinten. Oh, ich bin einfach auf Map gefallen. Ach du Scheiße, ich dachte, da kann man weiter. Oben Kirche sind die auch noch. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob einer von euch noch den Kanal Tesco Ibosch kennt. Wenn ja, dann schreibt es bitte mal absolut sofort in die Kommentare. Geil. Ich war ja jetzt in Oberhausen, Marcel. Tesco kommt doch aus Oberhausen. Ja. Ja, Mann. Meinst du Sparta unterstrich Tesco? Das wird jetzt noch die Newcapper. Ja, ich habe ihm so den Turn-on noch verpasst. Zwei Mitte. Nein! Meine Waffe hat den Nachladebug dann. Oh, ich hab so schön 15er Streak. Versuch zu präzisieren. War grad richtig todesnervös bei 15. Ach, so viele Gegner sind da, Digga. Das gibt sich, wie er mir die Ehre genommen hat. Nein, oh mein Gott. Oh, der Team hat mich echt gut supportet mit seiner Hitzewelle. Digga, diese Brand. Wirst du auch von dieser Brandshotgun dauernd getötet? Digga, diese Brandshotgun ist geisteskrank, wie stark die ist. Ja, gell? Die schießt einen an, dann denkt man so, ah, okay, man hat's noch überlebt und auf einmal stirbt man nachträglich. Ja, genau, das ist geil. Genau das hat den Shotguns noch gefehlt in Call of Duty. Ja, voll. Aber ich geh grad eigentlich gut ab. Bei mir ist auch, also beim Anfang war es nice und jetzt ist es gerade ganz gut. Mann, dieser Treffer ist an meinem Kopf. Alter, wir spielen schon so lange diese Runde, ne, Marcel? Ja, ich weiß, absolut krank. Aber ich überlebe aber auch gerade alles. Ach komm, Mann, dieser Preffe, ey, ich deine Mutti. Ich überlebe auch gerade alles. Ohoho, das war der krasseste Teil an der Welt, Digga. Alter, wie viele Gegner sind da? Alter, das muss man nur gut priorisieren. Immer wenn ich das sage, priorisiere ich scheiße. Auch wenn das jetzt kein guter Feed wird, Digga. Ich habe mich vertan beim Setzen vom Blitzschlag. Alter, mein Schweiß läuft richtig runter, gerade bei der Achselhöhle, ne? Ich erotisch. Geil. Ah, die Galil macht schon auch Spaß. Oh, der wurde mir geklaut. Nein, du schalldämpfender Scheißarsch. Wo ist der Hund? Ach man. Wahrscheinlich dich nicht. Oh, du hast 17 Kills mehr, Digga. Ja gut, Leute. Lasst ein Video gerne ein Like da. Das war jetzt einfach einmal eine Runde. Eigentlich dieser... Der Modus ist... Okay. Gesundheit. Dieser Modus ist eigentlich perfekt für Videos. Digga, wie lächerlich war es eigentlich, dass die gerade alle drei komplett One-Shot waren? Ja. Es geht noch weiter jetzt. Ah, das war so, der, den... irgendwie überlebt. Ja. Und zack. Dann habe ich noch den rechten gepreferred und auch einfach direkt angeschossen. Schau. Hast du den? Wie er seinen Kopf rausgestreckt hat. Okay, Leute, lasst ein Like da. Für mehr Black Ops hier mit Anton. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.